Hallo Leute, Ostenhaus hier und heute mal ein Review, nicht nur von einem Messer, sondern von einer interessanten Firma, Coupé. Schon mal gehört, im Amazon habe ich es hin und wieder gelesen und dadurch, dass da meistens so billige Teile angeboten worden sind, war die Firma jetzt nicht so interessant. Ich bin aber jetzt durch einen Freund, den Peter, auf diese Firma nochmal hingewiesen worden. Der hat mir auch gleich ein paar Messer gegeben zum Anschauen. Und welche Meinung ich dazu habe. Und die Meinung ist gut. Also man sieht ja auf den Fotos nicht immer die Wertigkeit. Aber wenn man sich die jetzt so durchschaut, wie da zum Beispiel eines, ja, schaut nicht so schlecht aus, greift sich extrem gut an und wenn man sich jetzt wirklich genauer ins Detail reinarbeitet, bei diesem zum Beispiel, die Messer haben die meisten so Nummern als Namen, also nicht so attraktiv von den Namen her jetzt vielleicht, 217er, das ist dieses Ding. Wenn man sich das jetzt anschaut, was mir gleich auffällt, Wertigkeit vom Angreifen her enorm. Also massive Griffe von der Dicke her, da kannst du nicht zusammendrücken oder da wackelt nichts. Auch bei der Klinge null Spiel seitlich und von vorne nach hinten. Liner Lock. Vernünftige Größe, steht auch genau da, wo er sein soll. Clip, kein Greveschal, kein kleiner Nudelclip, sondern wirklich vernünftige Dicke und Stärke. Also der hält einiges. Kugeljager drin. Das heißt, das Messer klappt von selber zusammen, weil es schön auf den Kugeljagern läuft. Kugeljager, ja, gibt es ja zwei Lager, die einen sagen Kugeljager super, die anderen sagen Kugeljager blöd. Das ist keine Geschmackssache. Wenn ich sage, ich will, dass die Klinge wirklich schön läuft, nicht so schlecht, wenn man sagt, man hat Kugeljager drin. Ich bin auch mehr für Washers, aber das ist egal. Bei Kugeljager muss ich halt hin und wieder vielleicht, wenn es jetzt im starken Gebrauch ist, in Sachen Schmutz, dann sollte ich vielleicht hin und wieder mit Bremsenreiniger oder anderen Reinigungsmitteln mal durchblasen und dann wieder ein bisschen Öl hineingeben. Da ja Kugeljager sonst rosten könnten. Aber ein bisschen Öl und das war es dann schon. Ich habe auch hier den Vorteil, dass ich hier keine customized Schrauben habe, wie bei manchen anderen Messerfirmen, sondern ich habe im Prinzip Torx und kann das Messer ohne Problem zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen. Wir reden hier von 30 Euro. Wertigkeit locker 100 Euro. Also von dem, was man in der Hand hat und wo man jetzt einen Preis damit verbindet, mit dem, was man hier angreift. Alles komplett präzise. Es gibt schon fast kitschig, aber das Messer ist perfekt verarbeitet alles. 30 Euro. Und ich habe jetzt mal Walter Messer reviewed. Die kosten auch 30 Euro. Aber das ist nicht so das Gelbe von mir. Das ist eben der Vorteil auch bei diesem Coupé da vielleicht. Es gibt sehr viele zig Messer Modelle, die die haben. Das heißt, du brauchst im Prinzip nur durchschmökern, was du so magst
von den Komponenten und ob es dir dann gefällt, und dann nimmst du es einfach, weil du kannst davon ausgehen, dass die Qualität passt. 30 Euro Kategorie, da. Also eher billigere Griffe, also vom Material her, aber wenn ich sage, ich habe nichts gegen so einen Griff, er ist auf jeden Fall wertig verarbeitet. Wenn ich ein bisschen in die Höhe gehen will mit meinen Preisvorstellungen, dann gibt es so die Messer um 60 Euro. Das sind solche. Ich meine, wie ich das Messer zum Beispiel zum ersten Mal aufgeflippt habe, habe ich am Anfang geglaubt, der hat irgendwie eine Feder drin, eine Öffnungsunterstützung, aber der hat keine, der läuft nur so geil. Ich kann gar nicht so leicht hier drücken bei diesem Flipper, dass das Messer nicht aufgehen würde. Diese Kugeljager, die da drin sind, laufen wie Kugeljager halt. Aber hier zum Beispiel Carbon dann schon drauf, also man geht da schon ein bisschen in die Höhe mit der ganzen Wertigkeit mit den Komponenten, aber auch nicht gespart mit Carbon, kann man lassen. Aber einen Clip, der dann schon ein bisschen noch mehr hermacht, auch ein bisschen designmäßig. Flipping-Mechanismus läuft sowieso gut. Vom Stahl habe ich noch vergessen, hier ein N94er Stahl, super Stahl, gibt es gar nichts. Also auch nicht so, dass jetzt der Stahl minderwertig wäre von der Klinge. Hier haben wir den Aus 10, auch super Stahl, gibt es überhaupt nichts. Der reiht sich ein mit dem D2 und den ganzen anderen Stählen, die einfach gute Messerstähle sind. Da gibt es nichts. Rasiermesser scharf auch, geschliffen. 60 Euro. Und da glaubst du, du hast, wenn ich ein Beispiel hernehme, da glaubst du, du hast den Zero Tolerance in der Hand. Außer du flippst hier, dann denkst du dir, das ist aber ein Zero, das ziemlich gut aufgeht. Ist aber keins. Und es geht immer so weiter von den Preisklassen her. Bei 100 Euro im Prinzip kann man sagen, sind so die Messer ähnlich wie das, ohne Ausfräsungen vielleicht, wo du einfach dann schon Volltitan hast oder andere Komponenten in sehr hoher Wertigkeit mit nicht so viel Designelementen vielleicht, aber da bist du mit 100 Euro schon gut dabei. Einfach schmökern im Netz, da ist auf jeden Fall was dabei. Das sind ja schon die Kategorien jetzt, wo wir so uns um 250 Euro herum bewegen, wo man dann schon sagt, na 250 Euro, das ist aber dann schon, ja, aber das fühlt sich an wie mehr als 250 Euro. Massivstes Titan da dann, also da wurde mit dem Material überhaupt nicht mehr gespart. Massive Griffe, schon fast Medford ähnlich. Auch ein bisschen Ausfräsungen, designmäßig. Ein Clip, also das ist schon mehr so die Custom-Abteilung, kann man sagen. 250 Euro, also bei Kube ist schon so ein bisschen die Custom-Sektion. Verarbeitung bei allen, absolut präzise, du findest keinen Fehler. Findest nichts zu mäkeln. Ganzen Passungen, Spaltmaße und so weiter, alles sehr präzise. Also gibt's nichts. Ihr seht die Spaltmaße. Gibt's nichts. Das ist zum Beispiel das 52er T. Also das mit den Namen ist wurscht, das heißt halt nicht irgendwie, außer das eine, das heißt schon
Das ist selber auch aus der Custom-Abteilung, finde ich. Das heißt Shadow Crane. Das ist mir so schon total auf Design gemacht worden. Wurde ein bisschen angepasst noch vom Peter. Die Klinge und so weiter sich gespielt. Aber auch da, wenn man schaut, wie dick dieses Titan ist und so weiter. Also da sind wir bei sehr vielen anderen Messerfirmen über der 300er Grenze auf jeden Fall drüber. Stahl in S35VN zum Beispiel, also da gibt es auch nichts zum Motzen. Diese Flipping-Mechanismen von ihnen sind außergewöhnlich leichtgängig. Kugellager überall drin. Also die haben einfach ihr Messerkonzept, auch hier wackelt nichts. Die haben einfach ihr Messerkonzept, Kugellager, Stähle, Qualität, die Maschinen sind gut eingestellt anscheinend. Und das funktioniert. Das heißt, man zahlt im Prinzip nur dann die Komponenten, was man halt drin haben will. Hier zum Beispiel ein Modell mit Titan- und Carbon-Einlage. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel auch für die Präzision bei der Fertigung. Wenn man die Spaltmaße wieder ansieht. Also wo jetzt das Titan in das Carbon übergeht. Keine Kante, also alles komplett flash. Das macht halt bei solchen Messern, oder wenn ein Messer mal präzise gefertigt ist oder eine gewisse Preisklasse hat, macht es halt dann schon Spaß, wenn man sieht und ein bisschen gustieren kann und das Messer studieren kann dann von der Kunst, hätte ich fast gesagt, einfach vom Handwerklichen her, wenn man so sieht, das kann schon was. Das ist im Prinzip auch hauptsächlich das, wenn man ehrlich ist, um das es geht, wenn man sich solche Messer in Preisklassen über 100 Euro kauft. Es reichen 30 Euro bei Weitem für ein Messer, das ist schon sehr billig für ein Messer. Nur wenn du jetzt wirklich sagst, du willst wirklich nur ein billiges und ja, 30 Euro verschmerzt sich, ja, warum nehme ich mir nachher nicht gleich sowas um 30 Euro und habe die Wertigkeit eines 100 Euro Messers. Also keine China-Klone sind das oder irgend sowas in der Art, nur dass da kein Missverständnis entsteht, sondern eine eigene Firma. Das. Und die ist gut. Ja, das ist übrigens bei dem 30 Euro Messer zum Beispiel, ist dabei auch bei den anderen sogar eine Nylon-Tasche Multicam, wo ich das reingeben kann. Aber da kostet das Taschel schon 10 Euro. Ja, lustige Firma. Wie gesagt, wenn ihr sagt, ja, Messer brauche ich brauche gute Qualität, ob es jetzt eine Firma ist, wo ich eine Marke einfach zahle, das ist mir egal. Ja, dann schaut euch mal die Coupés durch. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich bin haklich bei Messer. Jo, wenn es irgendwelche Fragen gibt, bla bla, dann schreibt sonst. Weiß ich mal wieder, was drin was. Und ciao.